So, um das, die Box wieder reinzutun, legen wir die hier drauf. Diese Helmbox geht nur auf, wenn der Deckel offen ist. Wir sehen, hier sind so Widerhaken. Und die klemmen hier drunter. Das heißt, eventuell muss man ein bisschen rütteln, das vorsichtig vom Deckel hinten reindrücken. Dann kann man gucken, passt das wieder überein, halbwegs, sodass ich wieder die Schrauben ansetzen kann. Fangen wir hier hinten an, setzen die erstmal an. Dann kommen die hier, kurz rausholen, gucken, muss das vielleicht auf Seite drücken, damit die Gewinde übereinpassen. Per Hand ansetzen. Drüben genau das gleiche. Ein, zwei Umdrehungen, bis es gegriffen hat. Hier die Schrauben. Ansetzen. Mit dem Schraubendreher oder mit dem Ratsch können wir die festziehen. Die sind fest. Jetzt gehe ich wieder hin. Nichts vergessen. Die Schrauben sind fest, die Schrauben sind fest, die Schrauben sind auch fest. Dann kommt hier vorne die Abdeckung wieder rein. Und hinten kommen die Stopfen. Darauf achten, Stopfen haben eine Nut. Passt da überein. Auf der Seite ist das so. Reinklicken. Auf der anderen Seite zeigt die Nut wieder nach außen. Das ist das Gegenstück. Drauflegen. Passt. Eindrücken. Kurz zerrettet, rütteln, testen, passt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.